Der erste Einsatz des Tages führt zwei Polizeibeamte zum Hof von Landwirtin Carla Friedrichs. Hallo, Frau Friedrichs. Frau Friedrich? Hallo, ich habe Sie angerufen. Die Leitstelle hat was von Ruhestörung gesagt. Ja, letzte Nacht. Ich konnte nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit so komische Musik und Stimmen gehört habe. Und warum rufen Sie denn erst heute Morgen an? Das wird ja öfter mal laut nebendran, aber heute Morgen, also das war wirklich übertrieben. Da haben Gläser geklirrt, wie von Glasflaschen oder Glasscheiben. Haben Sie mit den Nachbarn schon gesprochen? Das Haus ist ja eigentlich unbewohnt. Die Besitzerin, die Theresa Gerber, die kommt nur alle paar Wochen mal vorbei. Sonst hat da niemand Zutritt. Ist es möglich, dass es Frau Gerber war letzte Nacht? Ich glaube nicht. Da waren drei so seltsame Gestalten. Die Leute im Dorf, die nennen die Hütte ja nur noch das Geisterhaus. Und die drei, die sahen wirklich wie Geister aus. Okay, wir schauen mal nach Einbruchsspuren. Kann es sein, dass es hier nach Rauch riecht? Wo kommt das her? Stimmt. Hier brennt's irgendwo. Das kommt von da drüben. Das Haus brennt. Dann gib schnell der Leitstelle Bescheid. Hier 231. Wir brauchen dringend die Feuerwehr nach Beuerbach in die Lilienstraße. Da brennt anwesend. Hey, warten Sie mal. Ach, danke, Alice. Damit werde ich sicher nicht verhungern. Ich stelle gleich mal wieder den Strom an, dann koche ich mir was Schönes. Mach's gut. Reiseverkehrskauffrau Theresa Gerber ist gerade von einer Studienreise zurück und weiß noch nichts von dem Brand in ihrem Haus. Die 29-Jährige lebt in der Stadt und lässt sich in ihrem Heimatdorf nur noch selten blicken. Guten Tag. Sind Sie Frau Gerber? Ja. Reuter, Kriminalpolizei. Und das ist der Kollege Schmidt. Wir haben schon versucht, Sie telefonisch zu erreichen. Ja, ich war auf Recherchereise in Österreich und bin jetzt direkt vom Bahnhof hierher gekommen, um mir ein bisschen Proviant zu kaufen. Dann wissen Sie es also noch gar nicht. Was ist denn passiert? Ist das Ihre Kleidung, die so nach Rauch riecht? Herrgott, was ist denn passiert? Ja, also, Frau Gerber, Ihr Haus in der Lilienstraße ist leider abgebrannt und total zerstört. Es tut mir wirklich sehr leid. Was? Wie ist das denn passiert? Die Brandermittler untersuchen noch die Ursache, aber wahrscheinlich handelt es sich um Brandstiftung. Brandstiftung? Und wie kommen Sie darauf? Ja, das Haus ist sehr schnell abgebrannt. Deshalb gehen wir davon aus, dass es sich um einen Brandbeschleuniger handelt. Aber das überprüfen wir noch. Was haben wir denn da? Ja, das ist Benzin für den Rasenmäher. Der ist aber leer. Haben Sie denn schon beim Haus? Nein, ich sagte doch, ich bin direkt hierher gekommen. Naja, und das Benzin habe ich dann doch fürs Auto verwendet. Wo haben Sie das denn gekauft? Ich weiß nicht mehr, wie die Tankstelle heißt. Ich meine, denken Sie etwa, ich hätte was damit zu tun? Würden Sie uns Ihre Jacke überlassen, damit wir sie untersuchen können? Nein, die gebe ich Ihnen nicht. Komisch, dass Sie noch nicht am Tatort waren, wo Sie so nach Rauch riechen. Ja, weil ich gestern noch auf einer Berghütte, die ausschließlich mit einem Feuerofen beheizt wird. Und ich sage jetzt am besten noch gar nichts mehr und rufe meinen Anwalt an. Wenig später bekommt die Hauseigentümerin das ganze Ausmaß der Brandkatastrophe zu sehen. Ihr Anwalt ist schon auf dem Weg. Glücklicherweise ist bei dem Brand niemand verletzt worden. Der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Haben Sie denn eine Brandschutzversicherung? Ja, zum Glück habe ich die vor ein paar Jahren abgeschlossen. Den Schaden bekomme ich wohl erstattet. Aber nur, wenn Sie mit der Brandursache selbst nichts zu tun haben. Habe ich nicht. Sie müssen doch zugeben, dass es merkwürdig ist, wenn Sie mit leeren Kanistern herumfahren, während Ihr Haus abbrennt. Frau Gerber, hallo. Hallo, Herr Lukas. Aber hallo, schön, Sie wiederzusehen. Ja. Ich weiß ja schon mal grob Bescheid, danke, dass Sie mich informiert haben. Wie kommt es darauf, dass meine Mandantin ihr eigenes Haus angezündet haben soll? Doch nicht etwa, weil sie mit einem Benzinkanister, der im Auto rumgefahren ist. Frau Gerber hat schon seit längerem versucht, das Haus abreißen zu lassen. Das wissen Sie woher? Vom Landratsamt. Hier. Ups. Da hat sie immer wieder den Abriss beantragt. Doch es wurde aus Gründen des Denkmalschutzes verweigert. Im Landratsamt sowie in der Gastwirtschaft soll sie immer wieder gedroht haben und erzeugen. Und womit soll sie gedroht haben?
Sie hat gesagt, irgendwann brenne ich das Haus einfach nieder. Und das nennt man warmen Abriss. Also, Reuter, bitte. Jetzt wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Man wird doch wohl im Eifer noch mal seinen Frust rauslassen dürfen, Herr Reuter. Und mit dem Geld von der Feuerversicherung hätte sie das Grundstück leicht bebauen lassen können. Und das hatte sie ja immer vor. Naja, hätte können. Und dann vielleicht geht's auch noch mal, ohne zu spekulieren. Ja, zumal meine Nachbarin Frau Friedrichs ja letzte Nacht auch Leute im Haus gesehen hat. Wo waren Sie denn letzte Nacht? Das hatte ich doch bereits erwähnt. Ich war in den Bergen. Also, vielleicht klären Sie erst mal, ob überhaupt eine Brandstiftung vorliegt. Sagen Sie, haben Sie schon eine Unterkunft? Ja, ich werde wohl in der Gastwirtschaft unterkommen. Als Reiseverkehrskauffrau komme ich sowieso meistens in den Hotels unter, an denen ich arbeite. Na ja, gut, dann bringen Sie da hinten. Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich den Bericht der Brandermittler habe. So eine prima Idee, Herr Reuter. Ich frage noch was. Meine Mandantin wollte wirklich, dass das Haus wegkommt, aber sie hat es nicht angezündet. Stefan Lukas trifft sich später noch einmal mit seiner Mandantin im Gasthof des Dorfes. Zuvor telefoniert er aber noch mit Carla Friedrichs, der Nachbarin seiner Mandantin, die am Morgen die Polizei gerufen hatte. Ja, vielen Dank, Frau Friedrichs, danke schön. Ja, wiederhören. Ja, für meine Mandantin geht es hier um viel. Der Gesetzgeber sieht für schwere Brandstiftung eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor. Und die Polizei geht nun mal davon aus, dass meine Mandantin es war, die das Haus ihrer verstorbenen Eltern angezündet hat. Sie bezieht sich darauf ein mögliches Motiv und auf die beiden leeren Benzinkanister, die man bei Frau Gerber gefunden hat. Ich finde es etwas vage, vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass in der Nacht zuvor fremde Leute im Haus meiner Mandantin waren. Wer? Das will ich wissen. Frau Gerber. Hallo. Hallo. Und, Zimmer bekommen? Und können Sie mir mit der Versicherung helfen? Ja klar. Ich habe schon mit der Polizei und mit der Feuerwehr gesprochen. Ich kriege von denen die notwendigen Unterlagen. Und im Übrigen gehe ich davon aus, dass die Versicherung auch einen eigenen Gutachter schicken wird. Und wenn die Polizei dabei bleibt, ich hätte mein Haus absichtlich angezündet? Ja, die Polizei ist mir erstmal egal. Aber wenn ein Gericht das am Ende genauso sehen sollte, klar, dann wird die Versicherung nichts zahlen. Dann, ja, dann haben sie nichts, außer ein Strafverfahren. Aber so weit will ich es nicht kommen lassen. Es war nicht so doll, na, zu drohen, dass sie das Haus abfackeln. Ja, ich weiß. Aber die Behörden waren sowas von stur. Ja. Ich habe mit ihrer Nachbarin gesprochen, mit Carla Friedrichs. Die heute Morgen die Polizei gerufen hat. Naja, aber nicht wegen des Brandes. Sie hat die Polizei gerufen, weil bei ihnen nachts im Haus Party gemacht wird. Drei Leute haben bei ihnen gefeiert. Ja, es gibt ja so eine Art Dorfgang, drei Mädels. Die nutzen mein Haus manchmal als Treffpunkt. Ich verstehe das nicht. Sie sagen das so, ja, die nutzen mein Haus dann mal als Treffpunkt. Entschuldigen Sie bitte mal, fremde Leute bei Ihnen im Haus und machen Party. Ja, aber da ist sowieso nichts Wertvolles für mich oder woran ich besonders hänge. Gut, aber Sie kennen Leute schon, oder? Wie heißen die? Ja, eine von denen heißt, glaube ich, Sabrina und scheint irgendwie die Anführerin zu sein. Ich verstehe das nicht. Ich meine, das ist doch eine wichtige Information. Warum haben Sie bei der Polizei nichts gesagt? Ach, daran habe ich nicht gleich gedacht. Naja, und ich möchte auch ungern jemanden mit reinziehen. Entschuldigen Sie bitte mal, niemanden mit reinziehen? Sie sind Beschuldigte in einem Strafverfahren. Ich meine, wenn diese Gang irgendetwas mit dem Brand zu tun haben sollte, dann wollen wir das doch schnell aufklären, oder nicht? Diese Sabrina, wo finde ich die? Wie heißt die weiter? Ich habe keine Ahnung. Die sind alle 18 Jahre alt, miteinander befreundet, tragen schwarze Klamotten, dunkles Make-up, hören düstere Musik. Aber ob die jetzt von hier kommen oder aus einem der Nachbarorte, ich weiß es nicht. Das macht nichts, ich finde das schon raus. Okay, ich melde mich. Bis später. Die Nachbarin von Theresas Elternhaus ist gerade mit Stallarbeit beschäftigt, als plötzlich eines der besagten Mädchen bei ihr auftaucht. Wer bist du? Was hast du der Polizei erzählt? Nichts. Nur, dass da Lärm war im Nachbarhaus. Was hast du gesehen? Nur drei Gestalten. Ich konnte wirklich nicht viel erkennen. Bist du eine von denen? Hör zu, wir waren zwar in dem Haus, aber mit dem Feuer haben wir nichts zu tun. Aber deine Stimme kenne ich doch. Du bist doch die Tochter von Werner. Wie war jetzt noch mal dein Name? Sabrina? Hör zu, meinen Namen, den behältst du besser für dich. Ansonsten sorgen wir nämlich dafür, dass du als die Verantwortliche dastehen wirst. Schließlich warst du doch die Einzige, die bei dem Haus war, als es abgefackelt ist. Stefan Lukas hofft, dass die kriminaltechnische Untersuchung seine Mandantin entlastet. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich vorstellen, das ist Rechtsanwalt Stefan Lukas.
Das ist Dr. Preuß von der Kriminaltechnik, Spezialist für Brandschäden. Wie sieht's denn aus? Tja, nun, dass von dem Haus fast nur noch Asche übrig geblieben ist, das liegt zum einen an der leichten Holzbauweise, aber auch daran, dass vielleicht jemand nachgeholfen haben könnte. Das heißt, was kann man sagen zum Thema Brandstiftung? Das ist wahrscheinlich, aber noch nicht erwiesen. Also im Haus fanden sich große Mengen an Benzin, die jetzt nicht vorsätzlich verteilt worden sein müssen, aber auch Reste von Kerzen, Gas und Lacksprühdosen. Also dann fasse ich mal vielleicht ganz salopp zusammen, Herr Reuter. Keine Beweise für eine Brandstiftung, keine Straftat, keine Beschuldigte. Bis jetzt. Nun, wenn man brennbare Flüssigkeiten wie Benzin ausgießt, dann hinterlassen die ganz charakteristische Merkmale, die auch nach dem Brand noch deutlich sichtbar sind. Aber da bin ich noch dran. Was hast du denn in den Kisten? Das sind alles Sachen, die Sie da im Haus von meiner Mandantin gefunden haben? Ja. Darf ich mal sehen? Bitte. Danke. Ja, sieht schon alles ein bisschen mitgenommen aus, ne? Ja, das ist komisch. Herr Reuter, wollen Sie mal ganz kurz schauen? Hier, dieses Schriftzeichen darauf, das sind doch, wie heißt das, Runen, oder? Runen. Darf ich mal sehen? Ja, ja. Ja. Ich meine, sowas wird doch, wenn ich das so richtig mitbekomme, gerne in der Gothic-Szene getragen. Also zu meiner Mandantin passt das jedenfalls nicht. Gothic-Szene? Nein, nicht fest. Vielleicht anders gesagt, das würde doch passen zu den Mädchen, die von der Zeugin beschrieben wurden. Ich meine, zu denen wird es doch passen, die so schwarz gekleidet sind und schwarz geschminkt. Ich meine, vielleicht gibt es ja einen Zusammenhang. Wo sagen Sie, haben Sie das gefunden? Hier, Zimmer 1. Na gut. Also, Leute, ich denke, entscheidend ist doch, dass das ein Hinweis sein kann auf Personen, die zur Tatzeit im Haus meiner Mandantin waren und die möglicherweise den Brand gelegt haben könnten. Okay, wenn diese Kette wirklich nicht ihrer Mandantin gehört, dann hat sie vielleicht jemanden gesehen, der sie trägt. Ich wollte sowieso noch mal mit Frau Gerber reden. Mhm. Machen Sie das. Ich würde dann ganz gerne mitkommen und vielleicht können wir uns dann hier im Dorf auch gleich mal nach dieser Mädchengang umgucken. Kriminalhauptkommissar Bernd Reuter glaubt nach wie vor, dass Theresa den Brand gelegt hat, um ihr ungeliebtes Haus loszuwerden und die Versicherungssumme zu kassieren. Herr Reuter, ich sag's Ihnen, ich stehe am Ende der Welt. Es ist schlimm, als in der Großstadt hier Parkplatz zu finden. Ich glaube, diese ominösen Dorfkurft, die sind eine Erfindung ihrer Mandantin, um die Schuld auf andere abzulenken. Das glaube ich nicht. Ich meine, die Nachbarin, die Frau Friedrichs, die hat doch auch die drei Gestalten gesehen und gehört. Und ich wüsste nicht, warum man an ihrer Aussage zweifeln sollte. Es steht noch lange nicht fest, dass es diese Jugendlichen auch waren. Schauen Sie mal. Das sind doch die, von denen wir reden. Die haut ab! Halt! Polizei! Können Sie sich bitte ausweisen? Ja, zeigen Sie ihm. Sabrina Koschwitz und Bernadette Fröhlich. Und wer war die andere, die weggelaufen ist? Da war doch niemand. Wo waren Sie in der Nacht, bevor das Haus von Frau Gerber abgebrannt ist? Wir waren Kartenspielen, oder? Ich meine, natürlich haben wir von dem Brand gehört. Aber zu tun haben wir damit wirklich nichts. Ich meine, weiß doch jeder, dass die Gerber die alte Hütte abfackeln wollte. Aufregende Kette haben Sie da. Haben Sie alle so eine Kette? Wo ist Ihre? Haben Sie die verloren? Ach, dann ist das wohl zweifelsfrei Ihre Kette. Hm? Sie sind also nachweislich dort gewesen. Ja, na gut. Ein paar Mal waren wir in dem Haus. Kann sein, dass ich die Kette dort verloren habe. Das ist aber schon locker ein paar Wochen her. Spielt doch keine Rolle, es bleibt nur aus Friedensbruch. Wie sind Sie reingekommen ins Haus meiner Mandantin? Die Gerber hat es uns erlaubt. Sie hat uns sogar gezeigt, wo sie den Schlüssel versteckt hat. Jedenfalls waren Sie gestern Nacht auch dort, habe ich recht. Und erzählen Sie uns bloß keinen Blödsinn, das kommt sowieso raus. Ja, wir wollten nach dem Zocken noch mal ins Haus. Wann war das? Kurz bevor es hell geworden ist. Wir haben dann aber gesehen, wie die Gerber überall vom Haus Benzin verschüttet hat. Da sind wir lieber wieder abgehauen. Sie sind sich ganz sicher, dass Sie da Frau Gerber gesehen haben? Ohne Zweifel. Ja. Ich gehe zu meiner Mandantin ins Gasthaus. Wiedersehen. Bis später. Ich hätte gehofft, wir erfahren von den Mädels ein bisschen was über die Brandursache. Stattdessen ist der Schuss nach hinten losgegangen. Die beschuldigen jetzt meine Mandantin und sagen, sie haben sie gesehen, wie sie das Benzin verschüttet hat. Ich denke, die beiden lügen. Die wollen einfach nur sich selbst aus der Schusslinie bringen. Naja, jetzt gehe ich mal rein und rede mit der Mandantin.
Guten Tag. Eine Cola, bitte. Dankeschön. Danke. Frau Gerber. Hallo, Herr Lukas. Hallo. Also, die Polizei hat jetzt mal mit zwei von den drei Mädels gesprochen. Mit der Sabrina Koschwitz und mit Bernadette Fröhlich. Also, stimmt es, dass Sie denen gesagt haben, wo Sie Ihren Schlüssel für das Haus versteckt haben? Ja, ich hatte die vor 2 Monaten mal in meinem Haus erwischt. Da hatten sie mit einem Draht die Hintertür geöffnet. Sie haben aber damals dann keine Anzeige erstattet, richtig? Nein, ich wollte ja sowieso nicht mehr renovieren. Also, Sie hätten mir das sagen müssen. Ich hätte das wissen müssen. Sie sind zu nett, glaube ich, ganz einfach. Ich meine, Sie sind der Gastfreund. Wie bedanken die sich, indem die jetzt behaupten, dass sie in der Tatnacht mit den 2 Kanistern am Haus gesehen haben? Ja, und der Polizei reicht es, um anzunehmen, dass sie die Täterin sind. Was? Warum lügen die? Diese verfluchten Biester! Frau Gerber, Moment, Frau Gerber. Keine Ahnung, warum die lügen. Setzen Sie sich bitte. Es gibt viele Gründe, warum die lügen könnten. Der auf der Hand liegendste ist ja wohl, dass die selbst für die Brandstiftung verantwortlich sind. Das ist warum auch immer das da passiert sein mag, vorsätzlich oder versehentlich. Wir müssen noch mal alles in Ruhe durchgehen, jedes Detail. Und bitte, egal ob Sie denken, dass es vielleicht unwichtig sein könnte, sagen Sie mir alles. Sie sagten ja, dass es 3 Mädels waren. Wer ist die dritte? Ja, das ist Lena Hausmann. Ich bin mit ihrer Mutter befreundet. Naja, und sie wird nicht gerade begeistert sein, wenn ich ihre Tochter beschuldige. Und schon gar nicht, wenn Sie da auftauchen und Fragen stellen. Ja, seit ihrer Trennung von Job und Mann lebt sie völlig zurückgezogen. Und sie will eigentlich niemanden sehen. Also schauen Sie mal, wir müssen diesen Vorwurf der Brandstiftung wegbekommen. Wir haben ein Problem mit diesen beiden Aussagen. Wie kann ich nur hoffen, dass die Wahrheit hat, dass die uns sagt, wie es zu dem Brand an dem Haus gekommen ist. Wo finde ich diese Hausmanns? Ja, auf dem Beutehof. Und Sie können mir zeigen, wo dieser Hof ist, oder? Ja. Aber ich warte im Auto. Ich setze keinen Fuß auf dieses Grundstück. Mit diesem alten Beute ist nicht zu spaßen. So machen wir das, ja? Kommen Sie. Ich zahle noch kurz. Sie hatten nichts, oder? Nein. Wenig später kommt Stefan Lukas mit seiner Mandantin auf dem Hof von Alfred Bolte an, auf dem Lena Hausmann mit ihrer Mutter leben soll. Dort bekommt er dann auch zu spüren, warum Theresa es vorzieht, im Auto zu warten. Ich tue nichts. Hallo? Hallo? Jemand da? Kühe sind da. Hallo? Schleicht die von meinem Hof! Nehmen Sie mal die Waffe runter, bitte! Hören Sie auf! Tun Sie Waffe weg! Stefan Lukas ist mein Name! Bitte, ich bin Rechtsanwalt. Ich suche doch nur jemanden. Eine Frau Hausmann. Lena Hausmann würde ich gerne sprechen. Hausmann? Gibt's hier nicht. Nur eine Lena Schmidt und eine Beate Schmidt. Ja, könnte ich dann vielleicht die Lena Schmidt sprechen? Kommt drauf an. Ja, es ist wichtig. Hören Sie, ich vertrete die Frau, von der das Haus letzte Nacht abgebrannt ist. Beate, Besuch für euch. Also nur mal so am Rande, Sie haben schon eine Waffenbesitzkarte, oder? Hab ich. Aber das Ding, das taugt sowieso nur aus Prügel. Wir brauchen das nicht ausprobieren, dankeschön. Beate, da ist ein Anwalt, der will deine Tochter sprechen. Wegen dem Gerberhaus. Ein Anwalt? Ja. Guten Tag. Bitte. Dankeschön. Ich muss mich für meinen Vermieter entschuldigen. Der ist von Natur aus sehr misstrauisch. Nach der Trennung von meinem Mann, da haben meine Tochter und ich ganz schnell eine neue Wohnung gebraucht. Ja, er ist ja nicht der Schlechteste. Ich meine, der beschützt sie wie eine ganze Horde Bodyguards. Huh? Ja, er hat uns seine Ferienwohnung vermietet. Er selber wohnt unten. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich frag mich allerdings, wie Sie uns hier gefunden haben. Denn keiner kennt unsere Adresse und Lena und ich sind noch in der alten Wohnung in der Stadt gemeldet. Den Tipp habe ich von Frau Gerber bekommen. Ja, sie steckt in großen Schwierigkeiten. Sie haben es mitbekommen, denke ich. Ne? Ihr Haus ist abgebrannt. Und wie können wir Ihnen da weiterhelfen? Ja, es gibt gute Gründe zur Annahme, dass Ihre Tochter in der besagten Nacht mit 2 Freundinnen, Bernadette und Sabrina, sich in dem Haus meiner Mandantin von Frau Gerber aufgehalten hat. Das heißt, sie ist eine wichtige Zeugin möglicherweise, weil sie uns vielleicht sagen kann, was Brandursache war. Lena hat damit sicher gar nichts zu tun. Das habe ich auch nicht gesagt. Lena, kommst du mal bitte?
Wir haben hier beide bei Null angefangen. Ohne EC-Karte, ohne Telefon, ohne Handy, gar nichts. Wir haben nicht mal eine Versicherung. Also Lena könnte niemals hier für irgendeinen Schaden aufkommen. Ja. Und sie heißt noch nicht Schmidt, stimmt's? Wir haben beide neu angefangen. Das geht nur, wenn man das Alte hinter sich lässt. Das Alte? Was war denn das Alte? Was haben Sie gemacht? Ich habe in der IT-Branche gearbeitet, aber ich konnte die Technik nicht mehr ertragen. Den ganzen Tag Telefon, Handy, Internet. Die einzige Technik hier ist unser Auto. Moment, ich hole Lena mal, ja? Danke. Lena, das ist Herr Lukas. Hallo. Ich muss noch mal weg. Lena wollte nicht mit uns hierher ziehen. Deshalb hat sie sich ausgerechnet mit den schlimmsten Jugendlichen des Dorfes angefreundet. Ich renn mal schnell hinterher, ja? Lena! Lena, jetzt warte doch. Du brauchst keine Angst zu haben. Und was sollte das dann mit dem Bullen heute Mittag? Was will der von uns? Die Polizei verdächtigt meine Mandantin, Theresa Gerber, dass sie ihr Haus selbst angezündet hat. Theresa? Eine Brandstifterin? Wie kommen die denn darauf? Wie wohl? Deine beiden Freundinnen, ja? Bernadette und Sabrina, die haben das so gesagt. Die haben behauptet, sie haben gesehen, wie meine Mandantin Benzin verschüttet hat. Du hast das nicht so gesehen, oder? Nein, wann soll das gewesen sein? Naja, in der Brandnacht, kurz vor der Dämmerung. Was ist da passiert? Kann es sein, dass deine beiden Freundinnen den Brand verursacht haben? Da haben überall Kerzen gebrannt. Der Strom war ja abgeschaltet, aber wir haben die Kerzen alle ausgemacht, als wir gegangen sind. Und der Brand war erst am nächsten Tag. Na gut, aber damit sagst du zumindest, dass du in der besagten Nacht ebenfalls in dem Haus meiner Mandantin warst, richtig? Wer auch immer das Haus abgefackelt hat, muss später da gewesen sein, als wir schon weg waren. Gut, aber dann sag das doch bitte genau so bei der Polizei. Das würde meine Mandantin erheblich entlasten. Nein, ich rede nicht mit der Polizei. Manchmal, ganz einfach ist das nicht. Spätestens bei Gericht wirst du vermutlich reden müssen, ja? Und ich meine, ich dachte immer, dass deine Mutter mit Frau Gerber befreundet ist. Willst du ihr nicht helfen? Ich meine, du musst doch einfach nur die Wahrheit sagen. Lena! Lena! So, da habe ich das jetzt auch mal drauf. Ist auch wirklich eine ganz eigenartige WG, muss man sagen. Da ist erst dieser kauzige Bauer, dann die Mutter von Lena, die sagt, sie heiße Schmidt und sie sei eine Aussteigerin. Und Lena selbst, die in der Tat nach dem Haus meiner Mandantin war, aber mit dem Brand nichts zu tun haben will. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Brandermittlungen irgendwas Neues ergeben haben.